Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe Ihre 34 Fragen gelesen von Bündnis 90 Die Grünen und am Anfang gar nicht verstanden, worum es Ihnen eigentlich geht. Der wesentliche Teil der Fragen beschäftigt sich mit ziemlich pauschalen Verdächtigungen, dass es irgendeine Einflussnahme von Unternehmen oder von Bürgerinnen und Bürgern gibt, indem sie vermeintlich gemeinnützigen Organisationen Geld zur Verfügung stellen und damit offenkundig parteipolitisch missbräuchlich Ziele verfolgen. Das haben Sie hier jetzt nicht zum Mittelpunkt Ihres Themas gemacht, sondern zumindest erschließt sich jetzt für mich, worum es Ihnen im Wesentlichen geht. Sie wollen, dass alle politischen Vorfeldorganisationen, egal welches Ziel sie verfolgen, in Deutschland relativ pauschal die Gemeinnützigkeit zugesprochen bekommen. Ich glaube, das kann nicht unser gemeinsames Ziel sein. Es ist so, dass sehr viele NGOs und sehr viele Organisationen natürlich im vorpolitischen Raum, im gesellschaftlichen Raum in der Tat gemeinnütziges Engagement zeigen und sich auch zum Wohle des Gemeinwesens einsetzen. Aber das kann nun nicht pauschal für jede Organisation gelten. Insofern bin ich dem Kollegen von den Sozialdemokraten sehr dankbar. Auch wir sind der Auffassung, dass wir uns die Abgabenordnung anschauen müssen, dass wir schauen müssen, ob da alles noch zeitgemäß ist. Das ist übrigens ein permanenter Prozess, da die Gesellschaft sich ja auch sehr dynamisch entwickelt. Aber ich will genauso klar sagen, liebe Frau Paus, es ist nicht jede NGO, die sich politisch engagiert, nur weil sie eine Vorfeldorganisation der Grünen ist, gleich gemeinnützig. Sondern hier muss auch von den Finanzämtern sehr klar hingeguckt werden. Hier muss auch von den gesamten Finanzämtern sehr klar hingeguckt werden, wenn die Finanzämter eine Entscheidung treffen. Und ich freue mich darüber, dass das dann offenkundig in Deutschland auch funktioniert. Dann ist es in einem Rechtsstaat auch normal, dass ein Gericht diese Entscheidung prüft und in vielen, vielen Fällen dem Finanzamt gesagt hat, nein, ihr seid übers Ziel hinausgeschossen. Das ist im Falle Attac und in vielen anderen Fällen so geschehen. Insofern können wir ja positiv feststellen, unser Rechtsstaat funktioniert. Wir haben viele Themen, um die wir uns kümmern müssen. Ich glaube, dass gerade in der Weihnachtszeit, mein Kollege von Stetten hat darauf hingewiesen, bürgerschaftliches Engagement, gemeinnütziges Engagement, übrigens von Bürgerinnen und Bürgern, aber natürlich auch von Organisationen und Unternehmen gewünscht ist. Ich sehe hier überhaupt keinen gesellschaftlichen Dissens, dass auch Unternehmen sich bekennen, dass auch Unternehmen sich engagieren. Sie haben im Großteil Ihrer Fragen ja hier eine sehr kritische Position eingenommen. Ich bin der Bundesregierung dankbar, dass sie deutlich gemacht hat, dass Gesicht zeigen und sich bekennen in einem Gemeinwesen dazugehört und dass es auch für uns Parteien gut ist, wenn wir wissen, dass Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen mit ihrer Meinung sich in der Öffentlichkeit klar und vernehmbar artikulieren. Ich glaube, es ist zu dem Thema für eine Parlamentsbefassung am Ort des Plenarsaals heute alles gesagt. Ich bin in der Tat der Auffassung, wir sollten uns im Finanzausschuss mit dem Thema noch mal beschäftigen. Wir sollten noch mal schauen, wo hier nachzujustieren ist. Aber ich mache einen Vorschlag, Sie ersparen uns in Zukunft Anfragen mit 34 Fragen und diversen Unterpunkten. Ich erspare Ihnen meine letzten 2 Minuten Redezeit. Und wir haben gemeinsam dann heute etwas früher Feierabend und hoffentlich eine schöne Weihnachtszeit. Herzlichen Dank. Letzte Rednerin ist die Kollegin Svenja Stadler für die SPD-Fraktion.